Ja, wusste ich doch, dass der gleich wieder umdreht. So, okay. Echt jetzt? Was soll denn das? Treffer! Ja, Treffer versenkt. Wir spielen hier kein Schiffe versenken, du Penner. So, jetzt machen wir es auf eine andere Methode. Ich stratze einfach durch. Denn die brauchen ein paar Sekunden, bis sie da raus sind. Also laufen wir einfach geradeaus durch. Tschüss. Nein, was soll denn das? Ich bin noch weitergelaufen. Der hat mich doch gar nicht... Ja, ich bin gerade dezent unzufrieden mit dem Ausgang dieses Spiels. Okay, machen wir es nochmal. Diesmal machen wir es aber mit Morphium. Morphium! Zack. Und weiter geht's. Warum wurde die von der anderen Seite verriegelt? Wollen die mich verarschen? Toll, von der anderen Seite verriegelt. Sag bloß, der Flammenwerfer-Typ hat einen Schlüssel dabei, den ich jetzt brauche. Weil die Tür war von hinten verriegelt, von der anderen Seite. Was geht mit dem ab? Hä? Was zum... Ich müsste diese Lampe da kaputt machen. Weil die nervt. Das ist das Einzige, was hier richtig stört an diesem Level, ist diese Lampe. Okay, also ein neuer Flammenwerfer ist noch nicht da. Natürlich, über die Kiste kann man nicht rübergehen. Und ich muss hier einmal ganz rumlaufen. Und ich habe kein Morphium mehr. Was mache ich denn jetzt? Ich warte einfach mal. So. Der wird schon irgendwann so stehen, dass ich ihn von hinten... Also von hinten umbringen kann, meine ich. Okay, wenn ich da hingehe, dann kann ich ihn umbringen. Der sieht meinen Schatten nicht. Nein. So, weil die Tür hier war ja zu. Oh, da war ein Sammlerstück. Hallo? Sammlerstück? Pilotenarmbanduhr. Eine schicke Lederarmbanduhr, die wahrscheinlich von einem Piloten stammt. Natürlich von der anderen Seite verschlossen. So. Der kommt jetzt in meine Richtung, dreht sich dann um und dann kann ich ihn umlegen. Vor allem, die tragen alle Gasmasken. Wo hat die das zweite Messer her? Der hat ein Medikit dabei. Ist die Tür jetzt offen? Nein. Natürlich ist die verriegelt. Hey, steh auf, Mann. Scheiße. Ist die Tür da jetzt offen? Ja, sie ist offen. Yes! Mission erfüllt. 22 von 22 Kills. Wir haben alle umgebracht. Aber nur 8 von 22 Silent Kills.
3 von 6 Sammlerstücken, 41 Minuten habe ich gebraucht und 500 von 1000 Erfahrungspunkte gesammelt und ich bin weiterhin Soldat und ich habe noch genügend Platz auf der Facecam-Spur und es ist erst 5:30 Uhr morgens, also gucken wir uns einfach nochmal an, was im nächsten Kapitel passiert. Ich drücke Enter, weiter. Laden. Only the third man was left. There was nothing I could do. Nothing aside from breaking into the Kasaba prison and serving him with cyanide. Who would want anything else in such a situation? There's nothing to lose when everything is already lost. The city was swarming with soldiers. Immediately after I left the sewers, I saw the face of death. A mixture of madness and despair. Ooh, the third man ghetto. Das klang ganz nach einem Dateinamen. Finde das Gestapo-Gefängnis. Gehe nicht über los und ziehe keine 2000 Euro ein. Oder sind es 4000? Ich weiß es nicht. So. Okay, da kommen wir her und die Tür ist natürlich nicht mehr begehbar. So. Nein, man kann mich sehen. Klettern. So. Da liegt was. Oder auch nicht. Da liegt was. Und da hängt was. Genau, Morphium. Junge, dein Stuhl ist dir umgekippt. Aber ich habe jetzt keine Zeit, um dir den wieder aufzuheben. Der lebt noch. Naja, so viel Spannung ist gar nicht auszuhalten. Ich nehme dich mal eben kurz mit. So, hier in der Ecke ist ein schönes Plätzchen für dich. Hüpp. Wilp. So. Mhm. Das Ding sieht auch aus wie so ein komisches Robotermonster. Jetzt fange ich auch schon mit dieser Melodie an. Das kann ja wohl nicht angehen hier. Schön, knackigen Arsch. Leiter klettern. Was? I was in the middle of the ghetto. All what was left of it. It was more like a ghost town. Klettern? Wohin denn? Da komme ich raus. Ach so, da. Kommen wir leider nicht durchs Fenster. Was geht denn hier ab? Ups. Die haben doch noch nie richtig arbeiten müssen. Scheiß Bürokraten. Was willst du machen? Ändern kannst du doch eh nichts. Deswegen sind wir ja hier. Wird auch Zeit, dass hier mal einer den Dreckstahl aufräumt. Das ist echt unglaublich. Hab ich ja gar nicht gesehen. Wo ist denn der andere hin? Ach, der steht da. Komm, ich nehme dich mit zu mir nach Hause. Guck, hier haben wir es gemütlich. So, leg dich schon mal hin, ich komme auch gleich. So, mal schauen. Ja, ist aber ein total hübsches Krankenhausgebäude, wirklich. Da würde ich auch gerne Patient sein. Nicht. Weh? Los, Buggy-Kamera. Okay, der hat quasi die... ein Glück, dass ich den da weggeschliffen habe, sonst hätte der den gesehen. So, der dreht um.
Wo geht der hin? Ach, hier hinten bin ich jetzt wieder. Der andere müsste ja eigentlich dann... Okay, hier bin ich im Schatten. Konnte man ja eben sehen. Die beiden haben mich nicht bemerkt. So, er ist da. Wo ist sein Kollege? Ich will nicht von seinem... Ah, ich habe noch meine Knarre. Ups. Wow. Geh bitte wieder weg, Kollege. Kann ich nämlich deinen Kumpel töten. Schön ein zweites Arschloch gebohrt. Mm, lecker. Ich bin Ärztin, ich kann das. So, plopp. Ich lege mir mal dahin. Ja. Dann warten wir, bis der auch hier hinkommt und dann legen wir ihn auch um. Dann haben wir hier Ruhe und Frieden. Dreh dich um. Du wunderst dich nicht, wo dein Kollege ist. Dein Kollege verschwindet immer für eine kurze Zeit. Der geht einmal kurz den Lachs schütteln. Spannung ist ja kaum auszuhalten. Ja. Nein, du siehst mich nicht. Zack. Jetzt klappt es komischerweise. Also eben die ganze Zeit hat es nicht geklappt, wenn ich die da umgelegt habe. Die haben mich alle immer sofort gesehen. Aber jetzt? Wunderbar. Super. Quasi es muss draußen nur hell genug sein. Denn wenn ich irgendwo in einer dunklen Kanalisation bin, dann sieht mich jeder sofort. Aber wenn ich im Hellen bin, wo mich quasi jeder eigentlich sofort sehen müsste, nö, da kann ich einmal quasi so im Blickwinkel von dem Typen rumschleichen. Der bemerkt mich nicht. Nein. Der sieht mich nicht. Wow. Und zack. Ich meinte zack. Besser als ein Kopfschuss. Ein Kopfstich. Was macht denn der da? Der bewacht da die Leichen. Vielleicht könnte ich den hier ja einfach dazulegen. Das würde gar nicht auffallen. Wupp. Vor allem, der hat von vornherein schon so einen Blick wie eine Leiche. Gehirnschmalz bei mir ist nicht vorhanden. Nee, ich gucke immer so blöd. Egal ob tot oder lebendig. Echt jetzt? Wie soll ich denn da bitte vorbeikommen? Und wo kommen diese Geräusche her? Alter. Irgendwer spielt hier richtig scheiße Geige. So, und nachdem du das Erschießungskommando hier warst... Zack. Oh, ich hätte die Granate an seinem Gürtel zünden können. Naja, gut. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, sogar Kinder habt ihr getötet, ihr Bastarde. Du hast den Tod verdient. Am besten sollte ich dich auch noch da hinten auf den Müll schmeißen. So, weil du bist Müll. Wer sowas macht, der ist Müll. So, leider kann ich ihn nicht wirklich in die Tonne schmeißen. Na gut, aber er ist da, wo er hingehört. Müll. Menschlicher Müll. So, dann können wir ja jetzt rein ins Krankenhaus. Hoffentlich sieht es da nicht noch mehr Leichen. Spielstand wird gespeichert. Und ich habe noch genügend Facecam frei, damit das hier noch weitergehen kann. Auch wenn es schon 20 vor 6 Uhr morgens ist. Was ist denn das hier für ein Kistenvorrat? Aber doch, also, auch wenn es quasi so Ghetto ist, ja, recht schön. Im Vergleich zu den Levels, die ich vorher hatte, ist das hier ein recht schön ausgearbeiteter Level. Also insbesondere die Gebäude finde ich, auch wenn sie so ghetto-mäßig da aussehen sollen, finde ich recht schön gemodelt. So, Medikit brauchen wir nicht. Weil wenn man das mal vergleicht mit dem komischen Kirchenlevel, wo die Texturen alle richtig scheiße waren, wo es im Endeffekt richtig, also, bäh, geht. Der Level sah scheiße aus, aber guck dir das mal an. Hallo, Hossa, also...